Das sind Dschungel oder Stadtpark? Ich weiß es gerade nicht mehr. Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Das ist schon das. Ja. Wir gehen heute Burger essen. Bester Burger in ganz München. Wobei ich sagen muss, für mich ist das nicht mal mehr München. Alter, gib ihm, Mann. Alter. Oh, scheiß Kid. Revival, Mann. Alter, Hong, was geht ab, Mann? Ja. Gut, was geht ab? Weißt du, hier ist unter Hacki. Du hast schon gehypt, oder was? Ja, ja. Was geht ab? Riecht der krass? Ich wollte eigentlich schon was sagen. Alles klar. Oh, RTL 2 ist hier. Okay, wo ist der andere? Der kommt heute. Er ist es schafft sich, Jungs. Wie bei Hangover, Design, der Typ, der nie da. Irgendwas mit deinem Food-Channel? Nee, egal, vergiss es. Weißt du noch, Berlin? Burger testen. Burgermeister wurde endkrass gehypt, aber ja, ich war nicht überzeugt von Tati. Aber Tati hypt auch alles, Mann. Ja, lohnt es sich für diese Schlange? Auf jeden Fall, Mann. Also nach dem Geschmäcker vom letzten Mal, oder hundertprozentig, Mann. Das ist ein super saftiges Gefühl, wenn du den Burger hast. Aber das riecht man doch schon, Mann. Ja, aber das riecht man schon, ja. Du kannst leider nicht die zwei halben Messen, Mann. Die halten sich echt. Das frische Fleisch. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Das frische Fleisch. Kannst du dich nicht mehr erinnern? Nein, schon kann, Mann, ja. Hunger, also ich hab Alzheimer, Mann. Was ist da? Aber schon eins sagen, ja, 2-3 Jahre, Mann. Ja, Mann, aber den Geschmack, den vergesse ich nie von dem Laden, Mann. Ohne Scheiße. Du warst ja nochmal da. Danach. Ich war danach noch. Er war danach, ich war nicht mehr. Ich war mit dir. Warte, dreimal, viermal jetzt. Hier. Dann hast du es ja richtig krass. Ja, ich bin echt krass gehypt, Mann. Das ist echt so. Neuer Sponsor von TBT. Also, ihr kennt mich als den krassen Hyper, aber dieses Mal ist es echt so. Okay. Der Geschmack ist in meinem Mund, der bleibt in meinem Mund auf ewig, Mann. Digga, wir werden sehen. Beste Burgerladen hier. Am Morgen testen wir die beste Currywurst. Ja, aber Curry 36, habe ich gehört. Schauen wir mal. Ja, ihr werdet es sehen, Mann. Ihr müsst den Burger essen, dann müsst ihr einfach mal schauen und dann einfach mal vergleichen, oder? Mit München fertig. Wir nehmen alles auf, keine Angst. Ja. Ich bin gespannt. Wir sind hier, wie heißt dieser Laden? Burgermeister TPT Review. Die neue Serie wird gestartet. Wie heißt die Station eigentlich hier? Keine Ahnung, wie die heißt. Ich glaube, Schlesisches Tor oder sowas, ja. Tor, Straße. Direkt hier unter der U-Bahn oder S-Bahn oder keine Ahnung, was das hier ist. Bahnhofsgalerie. Bude ist voll. Hätte doppelt echt gereicht. Okay, wir sind gleich dran. Okay, Mann, jetzt rein. Alter, zack erstmal. Schöne Nahaufnahme. Schauen wir mal, Mann. Oh mein Gott, wie tut man? Nico, was sagst du? Sag ganz ehrlich. Nee, ist echt gut. Also, schmeckt sehr gut. Ja, ich mag ja schon geil, oder? Geschmack ja sehr geil. Ich habe ihn ein bisschen größer erwartet. Aber du hast schon zurecht gehalten. Also, ist wirklich gut. Das Leistungsverhältnis ist gut. Ist nicht so teuer wie bei uns in München. Oh mein Gott. Also, passt auf jeden Fall. Einziges Minuspunkt. Ein bisschen warten. Aber sonst schmeckt richtig geil. Chili Cheese Fries mit Jalapenos, Chili con Carne, Käse, Mayo noch dazu. Was habe ich noch? Hausmeister mit Barbecue und Bacon. Tick soft tick. Lass es mir jetzt schmecken. Mach mal. Bestellt. Ist einfach. Zeig mir dein Bissen, Mann. Geil. What the fuck? Kann ich warten, Mann. Ich muss essen. Der Hyper, was sagt der Hyper? Scheiß auf die M, Mann, Leute. Das ist der Grund, warum wir hier sind, Mann. Wie soll ich jetzt essen? Dein Fazit, John? 10 von 10 Sternen, krasseste Essen. Ne? Der Käse war so schön verlaufen. Der Burger war so frisch. War richtig geil. Mein Fazit insgesamt ist 8 von 10. Oh mein Gott. Weil Geschmack super. Was ich mir als Minuspunkt gebe, ist Schlange warten. Weil es nicht mehr genau, zeig mal drauf. Ja.
es ist, sag ich mal, also sehr touristisch angehaucht, nicht mehr sag ich mal, ein Insider. Und Größe, ich habe ihn mir größer vorgestellt. Ich hätte sonst den Doppelburger genommen, aber der war jetzt nicht so groß. Also ich bin noch nicht satt, es wird heute noch was in meinen Magen reingehen. Also ich bin noch nicht vollkommen satt, aber 8 von 10 Punkte, wie gesagt, Geschmack sehr gut. Ein paar, zwei kleine Minuspunkte und ja. Was hat das? Ich hab's gehypt, was soll ich dazu sagen? Ich brauche ich gar nicht verteilen, oder? Krass ist der Burgerladen in Deutschland in meinen Augen. Also ich war zwar nicht überall, aber das, was ich jetzt gesehen und gegessen habe, ist das echt das Beste. Also echt? Für mich persönlich schon. Ich bin so toll, ich bin so gut, ich bin die Anton aus Tirol. Meine Kinder schätzen war deine Vater, das ist gut. Literatur. Ich bin so toll und was Director's Cut. Ich bin die Anton aus Tirol. Behind the scenes, ja, Mann. Willst du noch was sagen, Mann? Nee, sagst du, was du was leidest du, Mann? Alter, was soll das? Sei ehrlich, Mann. Sei ehrlich. 6 von 10 Sternen, Mann. DVD Rico. Oh mein Gott. Und Cut. Also, ich habe hier echt hohe Erwartungen, Mann. Ich bin extra jetzt hier rausgefahren. Schaut euch die schöne Landschaft hier an, wie wir sind. Also wir sind echt... Es muss sich schon lohnen. Aber schauen wir mal. Also ich kann nur sagen, 4,9 auf Google Bewertung. Hier, TripAdvisor? Habe ich nicht geschaut. Natürlich, Mann. Nein, echt nicht. Müsst ihr jetzt erstmal klären, ob man so ist oder umdreht, Mann. So. Umdrehen. So. Ja, er hat schon den Mund, euer Mann. Ja, Mann. Du musst das so machen. Ja, natürlich. Echt? Ja. Geh mal. So. Geh, Nico, komm. Ja, weil, du bist der Kürzeste. Du bist der Kürzeste nach mir. Nico ist echt der Kürzeste von allen, Mann. Breiter, mein Gott, war das auf dich, Mann. Bisschen kompliziert, aber... Ja, okay, schon gut, Mann. Aber das Brot ist schon echt geil, Mann. Ja. Jetzt, Tati. Jetzt musst du sagen, ob besser als Ding oder nicht. Burgermeister. Der schaut besser, echt geil aus. Besser als Bürgermeister. Nein, echt? Besser, ja, klar. Mhm. Bürgermeister war schon krass. Nein. Entschuldigung, mal unsere alten Videos an, Mann. Das war echt geil. Ja, das war nicht besser oder nicht besser? Warte. Nein, Mann. Burger weißt du für mich immer top, Mann. Mein Gott. Und so was nennt man, sowas nennt sich Koch. Das ist echt geil, Mann. Sowas nennt sich Koch. Jetzt muss ich auch mal testen. Jetzt hab ich noch nie gesagt. Ich konnte mich nicht entscheiden. Ich bin bescheuert, Mann. Ist doch egal. Wie geil. Ich mag Fleisch nicht mehr so sehr. Wie oh mein Gott, Mann. Ja, Mann, dann eben drum, Mann. Warum hat mir das überhaupt noch Fleisch? Boah, maximal 2 Mark vielleicht. Ist er besser als der Bürgermeister? Jetzt zweimal am Tag Fleisch, Leute. Sag mal ehrlich jetzt. Sag mal ganz ehrlich. Also ganz ehrlich, ich kann mich am Bürgermeister gar nicht erinnern. Okay, Bürgermeister, bist du heute nicht der Beste. Nein, das ist vom Bürgermeister, schmeckt einfach krass. Es ist anders, gell? Das schmeckt man einfach. Das ist krass. Also der ist gut, ja? Der ist sehr gut, aber das Fleisch vom Bürgermeister, das Brot ist auch geil, aber das Fleisch, das schmeckst du. Ist Patty und so sind wir. Müsst ihr jetzt nochmal Bürgermeister essen? Ja, lass mal nach Berlin fahren, Bürgermeister nochmal essen. So Leute, immer Business. Wir haben fertig gegessen, Burger war okay. Ich habe einen Kollegen hierher bestellt, weil wir chillen jetzt bei Dimi und zocken ein bisschen. Ich habe einen Kollegen extra hierher bestellt für 2 Glückstäusche. Muss immer sein. Heute ist der letzte Tag, 29. Danach habe ich den Monat durchgeschafft. Jetzt muss ich nur noch schauen, wo der Kollege ist. Ah ja, auf der Seite ist er, glaube ich. Hey, gib mal Fernbedienung nach. Nein, Clemente ist tot. Dimi, erzähl, was ist hier los, was ist die Lage? Die Lage ist, Alex hat mich eigentlich offiziell herausgefordert, du hast einen Beweis. Ich kann mich nicht dran erinnern, ne. Ich blende die Screenshots ein. Okay, wir blenden die Screenshots dann noch ein. Ich kann mich nicht dran erinnern. Wir wollten Super Smash Bros. Gegeneinander spielen, Best of 3, mit 3 verschiedenen Charakteren. Ich setze 200 Euro und er 100, ja. Ich habe ihm sogar noch angeboten heute. Kann mich nicht dran erinnern. Ich spiele mit 4 Leben, er mit 5. Immer. Also alle 3 Spiele, ja. Ich kann mich nicht dran erinnern, weiß gar nicht, was du redest. Der Wer lügt von euch? Wer denn wohl? Der Grieche. Wenn Dimi so hoch mitspielt, dann ist er sich sicher. Ja, sehr ehrlich, ich weiß echt Screenshots nicht. Auch. Ich weiß echt nicht mehr, was wir reden hier, Mann. Ja. Voll die komischen Leute. Also knallst du? Hä? Also knallst du? Ja, ich hab nie zugesagt, voll die komischen Leute hier, Mann. Also dann nimm doch jetzt und... Ich will Dimi nicht das Geld aus der Tasche ziehen. Ja, das kann aber ich nicht, ja? Er kann es sich leisten. Ich kann mir das leisten, ich, kein Problem. Ich kann ihm das nicht antun. Das tut mir selber weh. Weiß Alex, siehst du, was hier steht? Elite. Das kennst du nicht. Nein, kenn ich nicht. Falls ein Match zustande kommt, werdet ihr sehen. Oh, Leute, was geht ab, Leute? Hunger? Wahrscheinlich zum zweiten Mal in diesem Video.
Ich glaube, ich füge das zusammen ein mit Samstag und dem Burgeressen, weil da war wenig Pokémon Go. Ich habe nur 2 Glücksfäusche gemacht und von dem habe ich das Material verloren. Also was heißt verloren? Ich habe schon gelöscht, weil es zu alt war. Und ich dachte, ich hätte das schon abgespeichert. Glückstausch war ein Shiny Drifter für mich und ein Shiny Alola Kleinstein für mich. Ich gehe jetzt ein paar Darkrai Raids machen, 2 jetzt hier vor der Haustür. Es ist Team Rocket Wochenende mit Shiny Darkrai, mit Shiny der Skorpion. Ich habe gerade seinen Namen vergessen. Gift und Unlicht-Pokémon sind erhöht. Absol in der Wildnis, den gibt's Shiny und potenziell 100, brauche ich auf jeden Fall. Dann Doppelsternstaub für Rocket Stops. Rocket Stops geben 2 Module, wie heißt das? Radarstücke. Das heißt, nach 3 kann man schon die Bosse besiegen. Herausfordernd, also sehr saftig. Die alten Bosse sind zurück, also Shiny Mauzi, Krypto und sowas. Kindwurm kann ich sammeln, weil den brauche ich noch 100 und Absol eigentlich auch. Also die werde ich auf jeden Fall jagen das Wochenende, die 2. Die habe ich ja verpasst. Und ja, später gehe ich auf Darkrai Raid Tour und morgen ist Rocket Übernahme 3 Stunden und vielleicht auch noch ein paar Darkrai Raids. Aber jetzt erstmal die 2. Jo, was geht, Leute? Ich bin zurück. Nicht nur nach den 2 Raids, die ich mitnehmen wollte, sondern danach habe ich noch 3 gemacht, also 5 gesamt. Beziehungsweise mal 2 mit 2. Account. 10. Kein Shiny bisher dabei gewesen und von keinem bisher ein Shiny dabei gewesen. Vielleicht wurde das noch nicht aktiviert. Auf jeden Fall, das war's von mir, Leute. Euch viel Spaß, viel Glück mit Shiny Darkrai, Shiny Pionskoga, Rocket Event und ja, reicht erstmal. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.